Willkommen hier zu unserer F1 My Team Karriere, wie immer mit Audi in F1 23. Wir sind im zweiten Stop in Saudi-Arabien, hier in Jeddah, einer extrem genialen Strecke und ja, extrem schwierig zu fahren. Der längste Startkurs ever und natürlich auch, ja, sehr viele Kurven. Ich bin sehr gespannt, wie wir abschneiden können. Wir fahren ab Schwierigkeit 88 und abonniert unbedingt gerne den Channel. 27 Kurven, 6,1 Kilometer. 3 DS Zonen machen das Ganze hier eigentlich im Qualifying natürlich entspannt. Nur im Rennen wird es halt dann sehr schwierig werden, die Pace zu halten. Wir gucken mal in meine Qualifying-Runde rein, denn die war sehr interessant. Los geht's hier auf Start und Ziel in Richtung Kurve 1. Hier dreht sich es ein bisschen zusammen wie eine Schnecke, denn hier, ja, fangt sich auch alles ab. Erste Kurve gut mitgenommen, Curb mitgenommen. Natürlich mit dem neuen Traktionssystem muss ich mich noch ein bisschen anfreunden. Abonniert gerne den Channel, lasst gerne einen Daumen runter. Aber auch mit dem richtigen Setup, glaube ich, hat man das im Griff. Hier links gab es die erste Änderung und natürlich die größte und ja, vermutlich auch gravierendste Änderung ist jetzt hier links der hohe Curb. Schaut auch gerne auf TikTok vorbei, den berühren wir ganz leicht. Da ditchen wir ganz leicht gegen die Mauern, müssen da ein bisschen in die Strecke gehen. Das war natürlich nicht optimal, aber es ist ein Quickfire Qualifying. Das bedeutet, wir haben nur die eine Chance und ja, da muss ich halt das mit ihm, wie es kommt. Das ist aktuell der 11. Platz und ich muss sagen, ich freue mich eigentlich hier. Wir können gut mithalten. Und das fürs zweite Rennen finde ich ehrlich gesagt nicht so schlecht. Wir sind auf 11. Platzkurs, sind Newcomer, nicht zu vergessen. Und ja, haben noch nicht die meisten Abgibs. Oh, und da kommt nochmal eine Berührung mit der Mauer. Das war natürlich gar nicht gut. Ich bin ja natürlich sehr vorsichtig, was das Ganze betrifft. Aber ich muss auch aufpassen, dass wir hier ja nicht allzu viel Zeit verlieren. Jetzt geht's raus aus dem wunderbaren Mittelsektor in den letzten Sektor und da holen wir sogar Zeit auf. 10. Platz wäre das und ich glaube, wenn wir das so beenden würden, wäre das ein Traum heute. Es wäre wirklich sehr traumhaft. Letzte Kurve, 8. Platz aktuell, also Halleluja. Beim Rostbeschleunigen noch 7. Was ist denn jetzt los, Leute? Das ist das bis jetzt erfolgreichste Qualifying nach P17 gestern. Heute der 7. Platz und ich glaube, jeder könnte cool werden. Es sind nur noch wenige Minuten bis zu Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. George Russell startet im heutigen Rennen von der Pole. Vor Sergio Perez, der auf P2 steht. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Leclerc, Hamilton, Verstappen, der Wissenschaftler, Ocon, Fernando Alonso, Norris, Bottas, Gasly, Sainz, Stroll, Albon, Tsunoda, Joe, Magnussen, Oscar Piastri, Hülkenberg, Doohan, Sargent, Doohan. Welcher dieser hervorragenden Fahrer wird sich heute durchsetzen? Das ist natürlich ziemlich toll. Jetzt geht's aber mal hier ins Rennen los. Die 5 roten Lichter gehen aus. Vielleicht schaffen wir es ähnlich einen guten Start, aber ich gehe auf eine andere Strategie, denn ich bin Longruns gefahren und ich habe gemerkt, dass die roten Reifen im Dreck sind. Also wir werden auf Gelb gehen, dann circa 6., 7. Runde auf Weiß gehen. Es ist eine grausame Strategie, aber ich glaube, nur so kann ich den unfassbaren Reifenverschleiß in unserem Auto ja ein bisschen abfedern. Wir gehen hier an Charles Leclerc vorbei und übernehmen den 4. Platz. Leute, es geht, glaube ich, nicht besser. Ich meine, ja, natürlich, wenn wir hier uns irgendwie an Hamilton vorbeigedrückt hätten. Aber ja, ich muss sagen, der 4. Platz, das aus eigener Kraft vom Status an weg. Auf der gleichen Schwierigkeit, auf dem wir letztes Rennen noch um den 8. Platz gekämpft haben. Oh, und da schießt Leclerc vorbei, ist natürlich auch mein Reifen. Aber ja, unser Gesamtpaket ist natürlich absolut nicht das, ja, was es von den Ferraris ist. Wir gehen hier nebeneinander in die enge Kurve rein und jetzt probiere ich ihn hier ein bisschen abzudrängen. Ja, das war natürlich eher so semi und das war auch eher asozial, aber sonst kann man nichts machen. Das ist so unfassbar knapp. Also guckt euch mal an, wie weit die vor mir schon weg sind. Ich möchte euch sagen, es scheint so, als ob Perez auch die gleiche Strategie wie ich geht. Also wir gucken mal, wie es bei ihm so ein bisschen verläuft. Nur, dass wir dann ein bisschen Schluss polen können, wie es dann bei uns verlaufen kann. Jetzt gehen wir aber mal hier Ende erster Runde. Da können wir uns immerhin ja mal kurz absetzen. Ich habe schon ein bisschen Schiss, wenn es dann mit DRS und so weiter, weil dann sind wir sowieso Geschichte. Wir haben Leclerc hinter und Max Verstappen hinter uns. Dahinter noch ein Aston Martin, also es ist nahezu unmöglich, das alles zu halten. Perez nimmt die schnellste Rennrunde, ist auch mal klar. Er ist ja auch von ganz vorne gestartet und wir sind jetzt hier mit Audi Sport in der 2. Runde von 18. 35% Rennen
Und ja, es, ich habe auch immer wieder den Rückspiegel im Blick, aber jetzt gucken wir uns mal die Start-Replay an. Da ist da tatsächlich ein George Russell mit den roten Reifen nicht so gut weggekommen, wie Checo Perez mit den gelben. Der hat den da in der ersten Kurve überholt. Was für ein Ding, was für ein Ding. Wir hier Seite an Seite mit Max und konnten hier ja den besseren Platz für uns übernehmen, dann hier durchgequetscht gegen Charles Leclerc. Das war, glaube ich, auch ein okayes Überholmanöver. Und so auch, natürlich bin ich immer ein bisschen auf Safety hier. Und ja, dann hier rechts zu weit rausgekommen. Das ist natürlich ja schon der Vorreiter gewesen, warum dann Leclerc hier angedrückt hat. Und ja, so, ich war hier wieder vorbei, dann wieder Leclerc vorbei. Es ist halt ganz, ganz knapp. Wenn du die Außenlinie beharrst, dann ist es wirklich schwierig. Und da lasse ich halt die Lenkung auf und ja, es war ein bisschen asozial, aber das ist halt natürlich, wenn man keiner nachgeben will, dann wird das leider so. Und jetzt drückt Leclerc ordentlich an, er ist jetzt hier schon dran und natürlich auch nach dieser Zickzack-Kurve ist gleich wieder eine DRS-Zone. Also es ist eigentlich kaum möglich für mich, richtig abzudecken oder mal, mal zum Durchatmen, denn es ist eigentlich nur Sektor 1, wo wir einen Ticken Zeit wegmachen können. Und ich denke mal, dass jetzt auf Start und Ziel das natürlich Geschichte sein wird. Wir haben 11% DRS und ja, er ist auch ohne DRS schon 4/10 nur hinter uns. Er wird jetzt auf jeden Fall was wagen. Persönliche Bestzeit von mir. Aber jetzt wird es interessant. Jetzt noch nicht. Okay. Das könnte natürlich schon mal ein Anzeichen davon werden, ja, dass er mich ein bisschen zurechtlegen will. Das müssen wir jetzt natürlich mal abwarten. Hamilton vor uns, der kann auch nicht ganz mit der Pace von Perez gehen. Und da fehlt mir auch der hat den Platz gegen George Russell wieder verloren. Russell führt jetzt wieder den Grand Prix an. Und ich bin sehr gespannt. Breaking Point kommt auch natürlich. Kam vorhin schon. Und auch morgen wird Breaking Point kommen. Und mein Team wird dann erst wieder übermorgen kommen. Auch wieder mit hoffentlich einer Folge Breaking Point. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze auch rund um Kelly Mayer und so weiter abtun wird. Und hier sticht Leclerc schon mal rein, letzte Kurve. Ich hatte hier die Hoffnung ein bisschen, dass ich ja durch das frühere Bremsen das DS mitnehmen kann. Und so ist es auch, wir können das DS mitnehmen und da kommt der Switch. Wir gehen links vorbei und können uns dann nochmal behaupten. Also das ist natürlich toll, dass wir hier immerhin den ja, Platz übernehmen können. Und das ist noch der vierte Platz. Boah, leichter Querstürmer beim Rostbeschleunigen. Ich weiß nicht, wie die KI das macht, dass sie die Reifen so lange am Leben halten können. Und da kommt rechts Leclerc und links beim Anbremsen sticht schon fast Verstappen rein. Und das sieht wirklich nicht gut aus für uns. Wir kommen hier gar nicht vom Platz weg. Jetzt Leclerc. Und es ist wieder kommt das Switchback hier. Also das Switchback ist nicht ganz, aber wieder kommt das Manöver gegen Charles Leclerc und er kommt wieder nicht vorbei. Es ist einfach ein Wahnsinn. Wir verlieren zwar ordentlich Zeit nach vorne, aber es war mir auch irgendwie klar, dass ich heute nicht ums Podium kämpfen werde. Es ist natürlich, ehrlich gesagt, was wir machen, ist natürlich extrem scheiße für die Leute hinter uns. Aber ich will natürlich auch nicht kampflos meinen Platz aufgeben. Und ich sehe in meinem Rückspiegel, im Panoramablick, Verstappen und Leclerc. Und das könnte jetzt schon langsam... Ich glaube auch, ich war vorne, vor dem Messpunkt. Das bedeutet, dass die mich jetzt auf jeden Fall ja, überholen werden. Rechts Leclerc und links kommt der Nächste. Das ist aber jetzt Fernando Alonso und ja, was soll ich machen? Ich kann nicht. Oh, da kommt sie sich in die Quere. Wir können durch das ja, blockieren. Ja, können wir gar nichts machen. Es ist ein Wahnsinn. Zwei auf einmal, das ist natürlich bitter. Das ist sehr bitter. Und da können wir immerhin außen ein bisschen an Fernando vorbeigehen. Leclerc zieht davon, das war mir auch klar. Ich denke mal auch, wenn ein Fernando, oh, da kommt der Quersteher, die Verwarnung war auf jeden Fall, mit Vorsatz würde ich sagen, denn ohne diese Verwarnung wäre ich nicht mehr da. Oder hätte ich vermutlich einen Spin. Jetzt kommt wieder Max hinter uns und es ist auf jeden Fall ein Rennen, das nicht ganz so einfach ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Denn Leclerc, oh, Quersteher wieder hier. Ich pushe natürlich jetzt auch aufs Maximum raus, aber das hilft alles nichts. Wir werden in die Box abbiegen, denn das ist die einzig wahre Lösung. Ich weiß auch nicht genau, wie die das mit den roten Reifen schaffen. Ja, Lewis ist jetzt mal drin, aber da fahren noch so viele mit den roten Reifen weiter. Ich kann mir das nicht erklären, wie der rote Reifen so lange halten kann. Ich bin for real im Training 3 Long Run gefahren.
Und da klemmt der Vorderreifen und jetzt ist, glaube ich, alles schon aus weg. Ja, da zieht Alonso noch Max vorbei. Mann, das kann es nicht sein. Wir kacken uns den Arsch ab und das Team schafft es nicht, diesen verdammten Boxenstopp zu machen. Mann, es ist einfach so traurig, wirklich. Es ist so scheiße traurig. Egal, natürlich, es ist nicht egal. Aber wir werden hoffentlich zum Schluss dann die besten Reifen haben. Wir rutschen hier auf den 16. Platz. Jetzt sind natürlich mal die anderen in der Box. Gucken wir mal, wo wir da rauskommen. Jack Doohan ist drin, also mein Teamkollege. Und auch viele, viele andere. Sainz konnten wir immerhin hier überholen. Oder, ja, wieder mitnehmen. 10. Platz, das wäre aktuell der erste Punkt. Mann, das ist natürlich bitter. Das ist echt bitter, dass wir hier so unnötig diesen, ja, 4. Platz oder 3. Na, sagen wir, es war der 5. Ja, war es ja. Diesen 5. Platz verloren haben. Mann, es ärgert mich so enorm wirklich, dass wir hier so beschissen diesen Platz verloren haben. Egal. Durchatmen und wieder Kopf aus der Schlinge ziehen. Es ist halt, ja, das war dieses Manöver hier gegen Leclerc. Und dann der Viererkampf fast hier um P4. Aber wir haben noch Max fast vorbeigekommen. Nur Alonso war ein bisschen blockiert von Leclerc. Und wir konnten dann immerhin durch dieses komische Abdecken hier, ja, gegen Leclerc was gut machen. Hier gehen wir dann gegen, wow, war das aggressiv hier von Max. Und da gehen wir nebeneinander in diese enge Kurve. Nur da konnte ich mich noch ein bisschen davon setzen. Das Gute ist, dass Fernando Alonso hier von Logan Sargeant im letzten Sektor aufgehalten wird. Da können wir reingehen und da gehen wir auch rein. Und das ist Platz Nummer 9. Und jetzt an Logan Sargeant hier dran. Windschatten, DRS, aber ich probiere natürlich einen 1000 IQ-Move hier aus. Ich probiere mir immerhin das DRS mit zu sneaken. Und das, ja, das, oh, genau, das war gar nicht gut von mir. So, wir probieren hier das DRS mit zu sneaken und da werden wir fast wieder von Fernando Alonso überholt. Das ist natürlich auch nicht genau, ja. Ich habe so viel Zeit eigentlich verloren mit dem Move und das war auch unnötig. Stroll und Gasly gehen auch meine Strategie mit weiß. Und ja, die werden auch zum Schluss die vermutlich besseren Reifen haben. Also, das ist echt interessant. Solche 35% Rennen sind dann doch extrem interessant, denn man weiß halt nie genau, wie die anderen so gehen und wie die anderen das so machen. Es ist der 6. Platz, ist natürlich bitter, denn Max war auch das ganze Rennen hinter mir. Und auch Sainz, der wird jetzt ordentlich pushen, gerade jetzt noch die 1, 2, 3 Runden, wo seine Reifen noch richtig gut sind, wird er uns versuchen, richtig ja, zu pushen. Beim Drüberfahren des Curbs hat es uns hier richtig ausgehoben. Wir gehen links, werden hier abdecken. Da probiert Sainz im Endeffekt noch nicht. Er wartet vermutlich auf die DS-Zone und da sticht er innen trotzdem irgendwie rein. Ich, ja, es ist irgendwie lustig, dass er das jetzt hier probiert. Und, ah Mann, Alter, was macht er denn? Ich bin die ganze Zeit vorne und er sticht hier irgendwie immer rein und bremst da rein. Ich habe keine Ahnung, was das werden hätte sollen. Also, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären. Wir sind hier immerhin schon in der 11. von 18 Runden und es ist bald Ende im Kalender. Wir sind bald fertig. Ich bin auch irgendwie froh, denn es ist sehr, 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 sehr mühsam, das Auto hier vorne zu halten. So viele Angriffe der Gegner. Und ja, jetzt sind wir immerhin mal ein bisschen abgesetzt von Sainz. Wir kommen zwar Verstappen und Leclerc schon gar nicht nach. Also wenn wir denken, dass ich vor dem Boxenstopp nur knappe 2 Sekunden hinter Leclerc war und das Ganze jetzt in 10 Runden, ja, über 15 Sekunden mehr geworden sind. Das ist schon wow. Das ist doch, dass unsere Pace natürlich noch nicht ganz stimmt und dass wir da mindestens 1-2 Seasons brauchen werden, um das Ganze aufzuholen. Aber so ist es halt. Wir können immerhin, wenn auch gewagt mit einer guten Strategie, hier um, ja, das vordere Mittelfeld kämpfen. Das ist auch sehr toll und das, ja, ist natürlich auch schon wirklich das Maximum, was wir hier heute rausholen können. Das Gute ist, wir sind hier und da scheitert jemand aus. Ja, George Russell scheitert aus. Wir bekommen den 5. Platz geschenkt. Wie geil ist das denn? Nach so einem extrem harten Rennen bekommen wir dann auch unsere Belohnung dafür. Ich liebe es. Das ist geil. Das ist natürlich nicht gut für Leclerc, aber es ist natürlich sehr gut für uns. Wir bekommen hier tatsächlich noch einen Platz geschenkt. Das sind 10 Punkte, die wir hier mitnehmen. Sollten wir das Ganze natürlich mit den 3 Sekunden vormanagen. Aber Leclerc, Sainz und Norris kämpfen. Und das ist natürlich noch besser für uns. Wir werden hier trotzdem alles machen. Hier dann neben Logan Sargeant. Ich wollte da nochmal zurückstecken. Bin aber irgendwie,
ja, unheimlich eng dann in dran gekommen. Boah, da sind wir nah an die Mauer dran gerutscht. Also das wäre echt in die Hose gegangen. Und dann hier nochmal der Move von Sainz. Der wollte hier aus dieser Schlingelkurve uns dann mitnehmen. Wir hatten aber, glaube ich, auch genug Platz gelassen. Also diesmal habe ich genug Platz gelassen. Und dass der dann das so reinhält, das verstehe ich nicht ganz. Also nebeneinander fahren ist das eine, aber dann so asozial reinhalten ist das andere. Die Reifen sind trotz dieser extrem, ja, defensiven Strategie trotzdem so hardcore am Arsch, dass wir hier wieder in den letzten zwei, drei Runden richtig an Zeit verloren haben und richtig ins Struggeln gekommen sind. Also auch wenn ich gucke, Verstappen über 5 Sekunden verloren, auf Leclerc sowieso 4 Sekunden. Und ja, das ist dann schon halt echt traurig, wenn du ja eh schon mit der eher ja zurückhaltenden, reifenschonenderen Strategie gehst, dass du dann trotzdem so drauf zahlst. Das wundert mich sehr. Und ja, da werden wir natürlich auch in der Zukunft noch ordentlich Probleme haben. Gerade wenn ich an Melbourne denke, ja gut, Melbourne geht. Aber wenn ich dann so an Monte Carlo denke, oh, weiße Reifen in Monaco oder in Spanien, die sind auch sehr, sehr, vielleicht zwei Stop dann. Ich weiß nicht genau. Vielleicht ändert sich das dann auch ein bisschen, dass wir ein besseres Setup irgendwie hinbekommen. Es geht in die letzte Kurve. Sergio Perez gewinnt das Ganze mit der Strategie, die ich auch gewählt habe. Also er hatte da ein bisschen mehr Glück, aber auch ist Alonso ist nicht näher dran gekommen. Wir werden hier wunderschön, wirklich. Es ging, glaube ich, nicht besser. Es ist der 5. Platz. Was für ein geiles Rennen. Was für ein spektakuläres Rennen. Schwierigkeit 88. Und wow. Fernando Alonso wird Draft Day, aber ich muss sagen, wir haben uns das heute schon sehr verdient. Das war Leistung, vor allem bei diesem Druck. Was für ein hochverdienter Sieg hier beim großen Preis von Saudi-Arabien. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was haben Sie besser gemacht als die anderen? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Red Bull hat heute äußerst hart um die vordere Position gekämpft und es ist großartig, dass es sich ausgezahlt hat. Das Team tut so viel für den Sport, dass man sich einfach nur über den heutigen Sieg mitfreuen kann. Wir nehmen die 10 Punkte mit und ich glaube, das ist heute echt ein Geschenk und ein Segen zugleich. Die schnellste Rennrunde war 1,5 Sekunden langsamer, also schneller wie meine schnellste Runde. Trotzdem nehmen wir hier irgendwie die 10 Punkte mit. Alonso hinter mir ins Ziel gekommen, von B8 gestartet und er wird Drive of the Day, das ist auch interessant. Und wir können uns hier als 5. Platz in der Konstrukteurs-WM und auch als 5. Platz in der Fahrer-WM halten. Das finde ich auch sehr spannend und hier gucken wir uns mal die Strategien an. Es gab wirklich zwei ähnliche, also Perez und ich und auch Sainz und auch Lance Stroll hatten die gleiche Strategie. Und ja, wenn wir uns mal das angucken, Pierre Gasly von 11 gestartet, 6. geworden, also das ist dann schon eher eine bessere Strategie gewesen. Reifen, ja, ich würde sagen eher eine Push-Strategie, weil du musstest halt nicht so hart auf den Reifen aufpassen. Jack Doohan, leider keine Punkte geholt, das erwarte ich mir aber auch nicht in den ersten Rennen von ihm. Beziehungsweise in der ersten Season, es tun sich ja sogar hier extrem schwierig, hier überhaupt Punkte zu holen. Also, da werden wir ja noch lange brauchen, bis wir um den Sieg mitfahren können. Trotzdem, es ist möglich, mit viel Glück, dass man auch schöne Punkte kassieren kann. Das freut mich extrem. Ich freue mich auch, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ich, wie gesagt, später oder, nein, vorhin kam Breaking Point, später wird natürlich noch einiges auf TikTok online kommen, schaut auch gerne vorbei. Und vor allem morgen wird dann das nächste MyTeam-Rennen kommen und auch, ja, das nächste Breaking Point-Video. Schaut da gerne vorbei, abonniert gerne den Channel und wir werden auch hier natürlich wieder ein bisschen Einstellungen machen müssen. Aerodynamik, ich weiß nie genau so, ich gehe mal so auf Empfohlen, denke mir so, aber Strapazierfähigkeit brauche ich aktuell nicht. Das nervt mich auch ein bisschen.
Ich weiß aber auch nicht, ob Strapazierfähigkeit mit dem Reifenverschleiß zusammenhängt. Also ich weiß nicht genau. Wisst ihr das? Schreibt es gerne in die Kommentare. Schaut gerne auf itz_tobi auf TikTok vorbei. Macht da die 13 kaum unbedingt bald. Auch gerne auf itz_gaming auf Instagram. Links sind immer alle unten in der Bio. Und vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Falls es mein Content hier gefällt und meine Videos, würde ich mich gerne über ein Abo und ein Däumchen herum freuen. Und wir sehen uns hoffentlich morgen oder später noch einmal. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.